Willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Es geht weiter mit dem Eden Streak. Lasst euch aber nicht von dem Windstreak 8er irritieren, das ist irgendein Steam-Synchronisationsfehler. Momentan ist der Streak bei 6 und jetzt kommt der 7. Run. Und los geht's. Okay, Judas, nee, der, wie heißt der Kelch? Holy Grail. Holy Grail gibt, glaube ich, ein HP ab und Fliegen. Und das Razor Blade. Mit dem Razor Blade kann ich mir selbst Schaden machen und erhöhe dann meinen Schaden für den aktuellen Raum. Der Pieper ist in Ordnung. Piept im neuen Isaac nicht mehr die Bomben hin und her. Und ponkt halt hier durch den Raum und verteilt ein bisschen Schaden. Fliegen auf der ersten Ebene ist natürlich ziemlich geil. Mein Schadenswert, mein Speedwert ist erhöht. Bin ich zufrieden mit. Da will ich noch nicht rein. Das mache ich ganz am Ende. Ein schwarzes Herz, das sammle ich auch am Ende auf. Da war ein Tinted Rock, eine Bombe bräuchte ich. Meine Reichweite ist noch so ein bisschen traurig. Da muss noch dran gearbeitet werden. Oh. Die Rules-Karte ist die Karte, die keinen wirklichen Effekt hat. Oh. Fear-Rate ist auch viel zu gering noch. Scheiße. Tipp Nummer 1. Ich gedacht, hier wäre tot da oben. So. Da ist die Bombe, mit dem ich den Tinted Rock befreien kann. Nein, kaputt machen. Wow, ein Eternal Heart. Das nehme ich dann am Ende auch mit. Wieder nichts drin. Ace up, nehme ich mit. Erhöht die Chance, glaube ich, also ganz gering, dass Soul Heart spawnen und auch eine erhöhte Chance auf Gotträume. Boah, ist das eine Tier-Raid. Mal gucken, ob ich die Dinger schneller wegschießen kann, als der, die spawnt. Nein, dann muss ich erst die Spinne kaputt machen. Ach, jetzt komm, feige Sau. Danke, Pieper. Das war nett. The Haunt. Mit der Tier-Raid ist das nicht so ein geiler Boss. Ja. Gott sei Dank ist es jetzt im ersten Floor noch egal, was ich hier an Schaden bekomme. Und wenn man noch nicht so viel Schaden oder Schussrate hat, finde ich die erste Phase hier, beziehungsweise die ersten beiden Phasen, sehr viel schwerer als den Boss an sich. Weil hier muss man einfach nur in der Mitte bleiben und dem Brimstone ein bisschen ausweichen, wenn er kommt. Ach, hier liegen ja Herzen, ich kann mir ja Schaden machen. Das gibt ein ganzes Herzschaden. Das wusste ich nicht. Ich glaube, das gibt ein halbes. Aber jetzt ist mein Schaden erhöht. Das war knapp. Blablabla, die Phase ist gar nicht so schwer. Törö, törö. Da krieg ich fast auf die Fresse. Aber ich brauche auf jeden Fall Tears Up. Da ist es viel zu warm. Zerfehle ich auch noch alles. Speed und Range up. Range ist in Ordnung, aber ich brauche ein Tears Up auf jeden Fall.
So, jetzt brauche ich ein halbes Herz. Wunderbar. Damit kann ich jetzt hier rein. Also ich hätte das halbe Herz ja gar nicht gebraucht. Will ich die Bombe hier einsetzen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Scheiße, doch, mache ich. Der Raum passt. Nur bedauerlich, dass ich die Bombe jetzt halt nicht habe. Geld habe ich auch nicht, Schlüssel habe ich auch nicht, um in den Shop zu gehen. Also war's das und weiter. So. Ah, die Pille könnte ich mal nehmen. Hier ist. Oh, hätte ich es doch vorher genommen. Okay, bisschen besser. Small Rock. Ein Damage Up. Bombe, gut. Kein Tinted Rock soweit. Nein. Ich will erst den Item Room sehen, bevor ich zum Boss gehe. Vielleicht kann ich den Boss hier etwas entspannen durch ein schönes Item. Oder durch so einen geilen Raum. Auf den ersten Ebenen fliegen zu können, ist so geil. Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt ein Schlüssel war toll. Little Brim ist gekauft. Macht das, was er sagt. Siehst einen kleinen Brimstone. Die ganze Scheiße hier noch weg. Oh, das könnte jetzt eine Bibliothek sein. Und damit dürfte es auf jeden Fall interessant sein. Aber ich brauche einen Schlüssel. Wenn ich noch einen Schlüssel kriege, gucke ich auf jeden Fall rein. Okay, das ist relativ egal. Ist ja noch übersichtlich hier. Hallo Monstro. Evil Up und drei Bomben. Und jetzt ein Schock Rambles. Und Brimstone Battle. Ah, scheiße. Call to the Call. Yes. So. Jetzt habe ich weiterhin keinen Schlüssel für die Bibliothek. Das wird wohl auch nicht mehr, außer ich finde den Super Secret Room. Der... Wo kann der sein? Überall hier. Gehen wir es mal. Nein. Hätte ich schon sehr gern. Verbrannt jetzt halt. So, nee, da hätte er nicht sein können. Das war dumm. Naja.
Okay. Aber ich fühle mich relativ sicher. Earth of Darkness. So wird es etwas dunkler. Das erste Fessel. Die gibt mir immer genau direkt danach, wenn ich es gebraucht hätte, das Item, das ich hier habe. Full Health. Okay. Nein. Einen einzigen Schlüssel gebe ich dafür nicht her. Will ich erst in den Shop oder erst in den Item Room? Ich habe noch nicht Geld für den Shop. Ne, ich nehme den Item Raum. Vielleicht ist hier was Nettes drin. Jo! Charm Tears. Also jetzt, verlieben sich die Gegner in mich, wenn ich sie treffe, und töten sich gegenseitig. Oder gehen dann auf ihre Teamkameraden los. Schlüssel. Hab ich nicht kommen sehen. Verdammt. Gott, die sind aufeinander los. Das war. Nö. Oh, ich nehme sie mal mit. Vielleicht kommt ja so ein Challenge-Room, wo ich nur mit einem Herz rein kann. Ja. Ist die Hölle der Boss, vor allem wenn mein eigener Pieper hier rumfliegt. Also meiner ist der mit der großen Pupille, aber trotzdem ist das scheiße. Luck up und ich krieg zwei Schlüssel. Läuft. Hype Mind hätte ich wahrscheinlich sehr gerne. Erhöht den Schaden meiner potenziellen Fliegen und Spinnen. Hab ich zwar noch nicht, aber kann ja noch kommen. Absolut nicht lohnenswert. Eine einzige Bombe, die würde ich fast gerne hier investieren, dass ich eine Pille bekomme, weil wir haben ja die TS-Up-Pille in der Rotation. Ich habe schon Devil Deal angenommen, oder? Nee, habe ich nicht. Dann bleibe ich bei Faith Up. Dann könnte ich jetzt ja noch ein Angel Room kommen. Aber jetzt wird erstmal Hive Mind gekauft. Das Soul Heart brauche ich soweit nicht. Ich nehme lieber den Schlüssel mit. Jo, weiter geht's. Haufen großer Räume. Jo, Little Brim ist echt Zucker. Hallo, Flüssel. Return! Ja.
geile Karte. Ja, nutzen wir gleich. Ich hätte die da. Doch, die explodieren. Einer von denen explodiert. Ich hätte die explodieren lassen können. Aber okay. Zack, sind die Bomben wieder da. Fate gibt mir ein Eternal Heart und die Fähigkeit zu fliegen, die ich ja schon besitze. Also nicht so. Aber okay. Eternal Heart für Lau ist das in Ordnung. Challenge Up brauche ich nicht. Ein Haufen Geld ist in Ordnung. Dann gehe ich jetzt erstmal Richtung Shop. Wo auch immer der sein mag. Brimstone wäre jetzt sexy. Doppel Brimstone. Nochmal Full Health. Muss mal eine Arcade kommen, weil ich habe zu wenig Geld. Bin ja genau mit 0 in den Floor gekommen. Eine Arcade kann nur spawnen, wenn mindestens 5 Münzen am Anfang da sind. Oh, verdammt, reingerannt. Yay, Geld. Ich nicht. Schießen sie sich sogar gegenseitig. Epic Babble. Good health. Alter Vater. Wenn ich es doch nur irgendwie verwenden könnte. Down, das ist bedauerlich. Springe mal wieder. Ich bin so langsam. Deck of Cards ist mir lieber als Razor Blade. Kann ich alle 6 Räume eine Karte spawnen, die mir jetzt hier den Geheimraum zeigt. Ja, warum denn nicht? Über die Full Health, wenn es in den nächsten Floor eine Arcade gibt. Im Shop gucke ich aber trotzdem rein. Pandoras Box will ich haben. Ich gucke jetzt gerade, ob im Liquid Room zufällig eine Bombe, Geld rumfährt. Sind die Chancen ja nicht schlecht. Nee. Aber vielleicht finde ich die Tiers-Up-Pille. Oder gar keine Pille. Oh! Damage-Up von 1 und ein Schadensmultiplikator von 1,5. Also mein Schaden davor wird jetzt mal 1,5 genommen. Ihr seht auch, dass meine Tränen jetzt ziemlich Oschis sind. Das heißt, jetzt Brimstone wäre richtig geil. Also den echten Brimstone. Das hat
Hat er mich echt noch getroffen? Das ist ja krass. Zwei Bomben. Aber ich will Pandoras Box wirklich haben, auch wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, was ich hier bekomme. Wo bin ich? Da kommen es zwei. Hier Soul Hearts, glaube ich. Schauen wir mal. Jo, das war ich. Wow, nee, ein Boss-Item und zwei Soul Hearts. Und das ist ein Damage und Speed-Up. Genau das, was ich... nee, also... Speed-Up auf jeden Fall. Damage hatte ich vorher schon genug. Aber jetzt ist es richtig ordentlich. Jetzt fehlt mir halt nur noch... Ich hätte mir merken sollen, welche Farbe... Ah, nee, weiß war die TSA-Pille, oder? Komplett weiß? Wenn es die noch im Shop gibt, bombe ich nochmal. Mir gibt gar keine Pille. Dann geht's jetzt aber zum Boss. Gottraum. Angel Room. Holy Mantle, schon wieder. Ja, also der erste Hit im Raum zählt nicht. Mit Mega Satan muss ich mich nicht anlegen. Kostet nur unnötig Zeit. An meinen Lebenssinn, aber ich glaube, ich habe 5 rote Herzen. 6, 7, blaue. Ende. Geld, wenn ich Schaden bekomme. Ich bekomme keinen Schaden, demnach. Also ich hoffe, dass ich keinen Schaden bekomme. Jo, hauen wir mal weg. Eine Joker-Karte, das ist sehr schön. Hoffentlich brauche ich sie so schnell nicht. Oh, dass der mich da treffen kann, wusste ich nicht. Liegt ja. Ah, fuck! Wie viel Schaden habe ich jetzt gerade bekommen? Zu viel. Viel. Alter, Vater. Nein! Schlechtester Raum ever. Ah, ich habe ja Holy Mantle. Trotzdem 70.000 Schaden gerade bekommen. Bin super stolz auf mich. Als ob du noch lebst. Vollbombe. Achso, ja, weiße Champions können nicht getötet werden, bevor sie nicht der letzte Gegner im Raum sind. Guck mal, der jetzt auch gerade gestorben ist. Jetzt beruhig dich mal, Herbert. Dankeschön. Jo, so groß ist die Auswahl ja nicht. Das war der erste Hit. Das war der erste richtige Hit. Thank you.
Temperance. Ich hab 5 rote Herzen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh, das müsste jetzt mal reichen. Ich will da auch nichts riskieren. Na, wobei, ich kann den Rest nicht mal aufsammeln. Plasma hat gemacht. Nee, ich mache jetzt keine große Backtrack-Action. Weiter geht's. Der schießt auf mich. Ich glaube, der hat mich ganz doll lieb und so. Verräter. Celtic Cross gibt mir bei Garden eine Chance auf eine Schutzaura, meine ich. Oh, die Gegner. Da. Der Shop fehlt noch. Ein Hit. Ein unnötiger Hit. Halloween. Suicide King. Hm. Das ist natürlich interessant. Gibt mir, falls ich mich umbringe, einen Haufen geiler Items. Ein Damage-Up, glaube ich. Ich habe aber ja kein Leben gerade übrig. Demnach kann ich das leider nicht mitnehmen. Oder verwenden. Mitnehmen will ich lieber dann die Joker-Karte. Genau die Mitte. Und hier 6 Stück. Hier 5 Stück. Ja, auf jeden Fall. Ghost Body, okay. Wheel of Fortune. Ganz Sam. Leck mich doch, ey. Invisible Beach. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Emperor kann ich nicht mitnehmen. Oh Gott. Echt beide in einem Run. Wie der auch ohne Voranmeldung sofort losballert, wie so ein Bekloppter. Two of Diamonds, okay. Die Suicide King Karte reizt mich, deswegen benutze ich die Joker Karte hier jetzt. Der Pillar. Wenn ich auf ein halbes Herz zurückfalle, kriege ich einen Soul Heart dazu. Pro Raum. Wo hatte ich denn jetzt die... ganz blöder Punkt zum Nachgucken. War das nicht im Shop? Ja, da ist er. Nehmen wir die mal mit. Eine Arcade. Okay. Hoffentlich ist da die Tears Up dabei. Nee. Also ich meine, sie war ganz weiß.
Also sie haben es ja schon beschleunigt, wie man die Bettler und sowas füttern kann, aber man könnte es noch einen Tick, so ein winzig kleines bisschen schneller machen. Nein, 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 nein. Alter, habe ich dir gerade einen Arsch gerettet, hä? Muss gar nicht so traurig gucken. Ja, jetzt komm, Geizhals. Ein HP ab, ja. Close the area. Beatdown, nö. Amnesia, nö. Full health. Brauche ich soweit nicht. Mega reingerannt. Aber ich kann mir das erlauben. Nur auf Klaps, verdoppelt meine Bomben. Giftiger Raum, Tour of Hearts, verdoppelt meine Herzen, aber ich bin ja schon voll. Tour of Spades, verdoppelt meine Schlüssel. Holy Mantle, wubu. Nö, weiter. Weil ich es mir leisten kann. Das ist die Kiers-Abhille, oder? Ja! Davon bräuchte ich noch 50 Kilo mehr. Of Hearts bräuchte ich nicht. Der letzte Shop, ja. Dann. Eine Münze hat er genommen, der Sack. Brauche ich noch einen Itemraum und dann kann der Boss auch schon kommen. Tinted Rock? Ja. Volle HP, okay. Ein Hit. Oh! Schaden von der Spinne. Nicht schnell genug. Daddy Longlegs. Mein liebster Familiar, der schwebt jetzt hinter mir rum und stampft ab und zu mal mit mächtig Schaden auf die Gegner hernieder und macht die kaputt. Hallo, Mami! Raus. Au! Das war der erste hier vom Holy Mantle. Was war das? Hab ich nicht gesehen. Irgendwas hat mir Schaden gemacht. Ein Devil Deal. Bitte was Schönes. Dann war es gekauft. Ich hätte gern jetzt irgendwie Dead Cat gehabt. Hätte ich Suicide King mal benutzen können. Ich habe das einmal tatsächlich erst gemacht und weiß auch gar nicht mehr genau, was der Effekt war. Ich weiß nur, dass ich mir dachte so, cool. Aua.
Das war schon der erste. Böllerraum. Ich mag dich, Daddy Longlegs. Du bist toll. Zumindest wenn du auf meiner Seite bist. Als Boss bist du ekelhaft und dumm. Was das? Herrlich. Weiter geht's. Ja, komm raus. Geh los. Nein. Masken. Oh nö. Fool, brauche ich auch nicht. Blöde Hände. Nur eine. Na, zwei. So, läuft doch. Oh, Conquest. Danke für dein Pony, was ich nicht gebrauchen kann. Naja, und stirb. Pony Power! Kirzi Schlüssel, kann ich mir das leisten? Nija, oh. Brauche ich ganz dringend. Was ist das? Brauche ich ganz auch nicht. Ich hätte gerne noch irgendein Item, was mir ein extra Leben verschafft. Irgendwas hat mich jetzt schon getroffen. Zu eng. Oh, schwarzes Herz. Space verdoppelt meine Schlüssel. Nicht, dass ich ja schon genug gehabt hätte. Wie süß ist dieses Ding, wenn ich nicht bin. Jo. Bonsoir. Aua. Oh Mann! Doch, komm runter. Als ob ich da reingelaufen bin. Akzeptiere ich nicht.
War gar nicht mal so gut von mir, ne? Der Bomberman-Baum. Sackgasse. Hätte ich das früher gesehen, hätte ich mich rausgebombt. Gib mir Zeug, wobei ich brauche ja eigentlich nichts. Wow. Two of Diamonds. Hab ich bald alles voll. Hab ich jetzt zum Rumbomben. Oh, Steamsale. Immer zum passenden Zeitpunkt. Da gucke ich mal rein. Ist ja noch was Schönes. Das hier. Kleines Speeddown will ich nicht haben. Oh, Daddy Longlegs gegen Daddy Longlegs. Epic Battle! Oh, mein Geld. Ich wollte jetzt nur rausgehen, aber... Das ist okay. Und hallo, Isaac. Ach, Mann! Ich will es einfach wieder spannend machen. In Wirklichkeit bin ich viel besser. Sieht wahrscheinlich leider so ausgehen, dass ich so halt Ding nicht benutzen kann. Gerade die ist eigentlich echt sehr, sehr selten.
erstmal auch noch in einer Hand abzählen, wie oft ich die Karte bekommen habe. Oh, was war denn das jetzt noch? The Chest mit 4 Herzen und einem Dark Bomb. Relic gibt mir mehr Herzen. Und ein gutes Orbital. Und das ist, glaube ich, die OP-Schere, von der alle reden. Probiere ich mal ganz kurz aus. Nee, das ist nicht die OP-Schere, das ist die Kack-Schere. Gut. Wieder was gelernt und jetzt wird das Ganze wirklich knapp. Ach komm, jetzt kann ich mal sterben. Super gemacht. Fire Raid ab. Das. Ja. Das ist ein großes Stück Hilfe. Oh! Boah! Pause drücken. Als an. Oh, Andy! Das wollte ich eigentlich noch gar nicht verballern. Mit einem Holy Mantle und 3 Herzen sollte es eigentlich reichen. Und das Relic fängt auch an zu schaffen. Ja, da ist er. Schütt euch gegenseitig. Yo. Ich weiß nicht, ob ihr Schaden machen könnt. Scheiße! Wie ist denn der erste Weg? Ich denke, dass ich das gedockt und das auch. Ohne Schaden. Also mit einem Schaden, aber. Flaming Tears könnte mich ein bisschen umbringen, aber. Ja, das sind mal gute Dinge. Kit von so einer Kurs. Okay, kein Schaden, lol. Was macht denn das hier auf dem Floor? Nicht. Okay. Oh, wow. Sniper durch. Kämpfen mal die. Thank you for all the boss. The stars. Oh. Erster Hit. Die Wurst. Komm. Jo. Ach komm. Ha. Gut, dann mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.